Herzlich willkommen zu unserem Kindergottesdienst mit der Kirchenmaus vom 28. Februar. Heute mit dem barmherzigen Samariter und der Buchstabenbude. Mit einem Lied und einem Gebet. Wir wünschen viel Spaß. Welcome to our children's service with the Church Mouse on the 28th of February. The Good Samaritan and the Letter Shop. And with song and prayer, I hope that you will have a lot of fun. Herr Wirt, Sie sind Zeuge des Raubüberfalls im Tal von Jericho. Jetzt ist das wahr, dass sich in Ihrem Gasthaus das Opfer aufhält. Das ist richtig. Der Mann nennt sich Markus. Er wurde auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho überfallen. Räuber haben ihn in den Büschen aufgelauert. Er hatte keine Chance. Sie schlugen ihn zusammen. Wieso? Nahmen ihn all sein Geld und schließen den armen Kerl einfach am Straßenrand und ließen den armen Kerl einfach am Straßenrand liegen. Gefährliche Zeiten sind das. Ist es wahr, dass sich ein Reisender selbstlos um den Verwundeten gekümmert hat? Das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich habe mich mit Markus unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er zweimal Schritte gehört hat. Ein Priester und ein Levit sind einfach an ihm vorbeigelaufen. Unerhört haben den armen Kerl einfach liegen gelassen. Erster Samariter hat sich um ihn gekümmert. Erzählen Sie mehr. Es war schon dunkel, dann klopfte es an der Tür. Ich war verärgert, dass ich überhaupt aufgemacht habe. Sie verstehen, als ich merkte, dass es sich um einen Samariter handelte. Aber dann bat er mich, dem Verletzten zu helfen. Er zahlte die Übernachtung und Verpflegung im Voraus. Er hat sich um Markus gekümmert, ein sehr hilfsbereiter Mann. Vielen Dank für das Interview. Hast du dich schon mal gefragt, was mit alten Worten passiert? Mit Worten, die nur noch selten genutzt werden? Herzlich willkommen in der Buchstabenbude für nicht mehr verwendete Wörter. Guten Tag, ich brauche ein Wort für mein Büro. Es soll dort an der Wand hängen. Jeder soll es sehen. Ich brauche etwas, das gut aussieht. Es ist nur noch ein Wort da. Niemand wollte es bisher kaufen. Es ist schon etwas angestaubt. Barmherzig.
Barmherzig? Da kommt ja Herz drin vor. Das hat später noch was mit Liebe zu tun. Wissen Sie, junge Dame, ich bin eine Geschäftsfrau. Da habe ich keine Zeit für so einen Gefühlsquatsch. Oh, ein wichtiger Anruf, da muss ich unbedingt dran gehen. Barmherzig. Ja? Hallo, ich bräuchte ein Wort für mein Trikot. Ich will, dass mir damit jeder zujubelt und es soll auch auf Fotos gut aussehen. Es ist nur noch ein Wort da. Niemand wollte es bisher kaufen. Schon etwas angestaubt und da steckt Liebe drinne. Barmherzig? Das hört sich ja nach Mitleid an. Bei mir geht es um Leistung und darum, dass nur ich gewinnen will. Pff, Mitleid. Ich grüße Sie. Ich hätte gerne ein Wort für meine Sammlung. Ich habe einen extra Glasschrank, eine Vitrine, einbruchsicher. Da kommt kein Dieb dran. Es soll auch gut aussehen und schön glänzen. Ja, ein Wort habe ich noch, aber es ist etwas angestaubt und lässt sich nicht gut verkaufen. Es steckt Liebe und Mitleid drin. Barmherzig. Barmherzig? Lässt sich das denn ausstellen? Braucht es nicht so viel Bewegung und macht sich manchmal schmutzig? Ich glaube nicht, dass das zu mir passt. Das sieht auch gar nicht schön aus. Nein, danke. Das ist mir nicht gut genug. Hallo. Hallo. Haben Sie vielleicht noch ein Wort übrig? Ich habe extra meine Spardose mitgebracht. Es wäre wirklich zu schön und wirklich wichtig. Ja, ein Wort habe ich noch, aber es ist schon ziemlich angestaubt und lässt sich schlecht verkaufen. Steckt Liebe und Mitleid drin und es bewegt sich gerne und macht sich auch wirklich gerne schmutzig. Barmherzig. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Mein kleiner Bruder kommt gerade in die Schule und das ABC fällt ihm schwer. Ich würde ihm gerne helfen. Ich würde das Wort auseinandernehmen und mit ihm die Buchstaben üben. Dann hätte er schon einige Buchstaben von A bis Z gelernt. Du willst das Wort kaufen, um es für deinen Bruder auseinanderzunehmen? Ja, das passt doch super. B, wie der barmherzige Samariter. Der bemerkt, dass da jemand ist und schaut, was der andere braucht. A, wie Aufmerksamkeit schenken und für den anderen aktiv werden. R, heißt sich in andere reinversetzen und für den anderen zum Reisebegleiter oder Rettungssanitäter werden. M, wie mitfühlen oder mitleiden. H, ist mein Herz öffnen und helfen wollen. E, wie erkennen, was gebraucht wird und was ich tun kann und manchmal auch, den eigenen Esel abgeben, um zu teilen. R ist reagieren auf die Not und die Bedürfnisse von anderen Menschen. Z ist wie zeigen, dass man den anderen mag, auch wenn man erst skeptisch war. I ist wie innehalten, also nicht immer mit anderem beschäftigt sein, sondern sich Zeit nehmen für den anderen. G ist Gottes Liebe zu uns Menschen erkennen, erkennen, dass Gott barmherzig ist und er uns Gutes tut. Barmherzigkeit ist ein Geschenk, deshalb schenke ich dir das Wort auch. Und auch du bist eingeladen. Es wäre doch spannend, was passiert, wenn du dieses alte Wort mit neuem Leben füllst. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Nicht immer fällt es uns leicht, gut zu sein und für andere da zu sein. Doch wir möchten wie der Samariter sein und bitten dich,
Gib uns Kraft und Mut, Gutes zu tun. Wir bitten dich, lass uns unseren Nachbarn helfen, auch wenn sie uns nicht ganz sympathisch sind. Wir bitten dich, lass uns helfen, auch wenn es uns unangenehm ist. Wir bitten dich, lass uns stehen bleiben, auch wenn wir gerade keine Zeit haben. Wir bitten dich, lieber Gott, lass uns die Wahrheit sagen, auch wenn uns eine Lüge unserer Meinung nach gerade eher helfen könnte. Wir bitten dich, lass uns stehen bleiben und helfen, auch wenn andere uns auslachen. Lieber Gott, du liebst uns Menschen und bist für uns da. Lass uns wie der barmherzige Samariter sein, Not sehen und helfen. Gib uns Kraft und Mut. Darum bitten wir dich. Amen. So, ihr Lieben, das war's jetzt mit unserer Kirchenmaus. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, dass wir euch nächsten Monat wiedersehen am 28. März. Ob wir uns wirklich so in Person im Gemeindehaus sehen oder doch wieder per Video, das lassen wir euch eben wissen über Facebook oder über die Homepage. Müsst ihr auch nochmal nochmal fragen. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt behütet, bleibt gesegnet in der Liebe vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Einen schönen Sonntag noch. Tschüss!